Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute soll es nur um die Autos gehen und dazu werde ich euch in diesem Video alle Informationen zeigen, die ihr dazu wissen müsst. Unter anderem natürlich auch das Release-Datum und es soll dann auch nochmal um ein paar andere Dinge gehen, die in den nächsten Wochen jetzt passieren werden. Und wenn ihr natürlich in Zukunft auch keine weiteren solche Videos mehr verpassen wollt, auch keine Videos, wenn die an Autos beispielsweise rauskommt, verpassen wollt, könnt ihr gerne hier natürlich ein Abo lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch genauso freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt, dann wird nämlich dieses Video auch weiter oben im Algorithmus vorgeschlagen. Also wäre auf jeden Fall wirklich super nice und ich würde sagen, wir beginnen mal direkt mit den ganzen News. Wie ihr es vielleicht wisst, sind ja mit dem Season-Start dieser Season sehr, sehr viele Tankstellen dazu gekommen. Unter anderem beispielsweise noch eine weitere Tankstelle bei Catty Corner. In Lazy Lake ist auch noch eine weitere Tankstelle. Also wirklich eine ganz schöne Menge. Sind jetzt nur ein paar Beispiele. Es gibt wirklich deutlich mehr Tankstellen nochmal. Und das Ganze hat natürlich einen gewissen Grund. Und wie es ja auch schon im Trailer dieser Season angekündigt wurde, sollten eben halt dann auch schon die Autos reinkommen. Und dort sieht man eben halt, dass die Autos fahren können. Und natürlich war jetzt immer die große Frage, wie wird das Ganze umgesetzt werden und wann wird das überhaupt reinkommen. Und dazu sollte man erstmal wissen, wie überhaupt die ganze Entwicklung dazu ist. Und bisher ist es ja so, dass man beispielsweise schon in den Helikoptern beispielsweise die Tankstellen angezeigt bekommt. Ich glaube zwar nicht, dass die Helikopter dann auch in Tankstellen aufgeladen werden können. Ich glaube, die werden immer unendlich Fuel bekommen, also unendlich Treibstoff. Könnte allerdings auch sein, dass man vielleicht solche kleinen Kanister nehmen muss, die man dann unten eben halt an den Tankstellen auffüllt und dann damit die Helis auffüllen muss. Allerdings wäre das ein bisschen umständlich und deshalb denke ich eher nicht, dass das kommt. Allerdings wird man jetzt eben halt, wenn auch andere Fahrzeuge im Spiel wären, würde man auch in den Fahrzeugen sehen können, dass dort die Tankstellen angezeigt werden und das wird eben halt dann wahrscheinlich auch genauso in den fertigen Autos auch so drin aussehen. Das zweite große Problem ist ja zurzeit, dass eigentlich die meisten Fahrstraßen und auch die meisten Tankstellen oder einige Tankstellen noch unter Wasser sind. Unter anderem ist beispielsweise eben halt auch die Tankstelle hier noch unter Wasser und eben halt die ganzen Hauptverkehrswege, wie zum Beispiel zwischen Salty und Misty, kann man eben halt nicht rüberfahren. Dann hier auch Pleasant Park und Salt Springs, das geht schon wieder alles, war aber davor auch noch nicht ganz funktionstüchtig. Und unter anderem gibt es hier zum Beispiel auch zu Steamy Stacks noch keine vernünftige Verbindung und da muss das Wasser natürlich erst mal ein bisschen absinken, bis das Ganze mal verfügbar sein wird. Hier fehlt beispielsweise immer noch eine Wasserabsenkung, die sinkt ja, oder das Wasser sinkt ja immer um einen Block, das heißt danach wird eben halt hier die ganze Tankstelle frei sein, allerdings werden eben halt noch nicht alle Straßen dann frei sein und deshalb ist es so, dass tatsächlich erst nach zwei Wasserabsenkungen dann die Autos auch ins Spiel kommen werden. Zurzeit gibt es ja irgendwie relativ viele Sachen, die tatsächlich geleakt werden. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt, aber man weiß irgendwie von allen Sachen immer die Daten, wann was reinkommt und deshalb ist zurzeit auch schon ziemlich sicher eigentlich, dass die Autos tatsächlich am 21. Juli reinkommen werden. Das ist in zwei Wochen der Dienstag, klassischer Update-Tag eben halt und zufälligerweise wird auch genau an dem Tag tatsächlich auch noch eine Wasserabsenkung sein. Das heißt, mit dem Update werden wir dann eine Wasserabsenkung erhalten und dann eben halt auch die Autos reinbekommen und das ist auch der Tag, wo dann eben halt Epic Games wieder aus dem Urlaub zurück ist. Ich glaube, die haben jetzt noch bis zum Ende dieser Woche Urlaub. Allerdings können die eben halt dann, oder wollen die erstmal in der Woche danach wahrscheinlich ein kleines Hotfix-Update machen. Diese Woche kam mir kein Update, deshalb wird wahrscheinlich eben halt erst nächste Woche wieder ein kleines Hotfix-Update kommen, wo dann ein paar Sachen gefixt werden. Vielleicht kommt auch noch ein kleines neues Item rein, aber nichts wirklich Großes. Und wenn die dann eben halt wieder genug Vorbereitungen gemacht haben, dann können eben halt auch die Autos reinkommen und deshalb werden die dann eben halt erst am 21. Juli erscheinen und in der Zeit dazwischen wird es auch noch eine weitere Wasserabsenkung geben und zwar am 11. Juli. Das müsste glaube ich noch diese Woche tatsächlich sein und dort wird es dann eben halt wie gesagt nochmal um einen ganzen Block tiefer sinken und dann wird nochmal deutlich mehr freigeschaltet und ich denke mal es wird dann auch so im ungefähren 10 Tage Rhythmus bleiben, dass dann das Wasser immer weiter absinkt und auf jeden Fall kommen wir jetzt mal zu den deutlich spannenden Sachen und zwar wie denn das Ganze mit den Autos funktionieren wird und welche Autos überhaupt befahrbar sein werden. Ich denke mal, dass auch über die Wassersenkung dann noch ein paar mehr Autos hinzukommen werden. Allerdings sind ja auch schon genug tatsächlich da und vor allem viele verschiedene Modelle und
Logischerweise werden wir natürlich auch unterschiedliche Statistiken haben. Und das Ganze ist, by the way, auch schon alles geleakt. Es gibt ja einmal die ganzen Auto-Varianten, die man hier sehen kann. Unter anderem ist das eben halt einmal hier der das Basic Car, also das ganz normale Auto. Das kennt man ja schon. Dann eben halt so ein normaler Truck, das heißt kein sonderlich großer Truck oder so. Dann ein großes Rig. Was das genau ist, weiß ich nicht. Könnte sein, dass es irgendwie so eine Art Motorrad ist, weiß ich aber wie gesagt nicht. Dann ein Polizeiauto und ein Taxi. Und dann gibt es eben halt noch den Sportswagen. Das ist im Prinzip das, was auch im Trailer hier hinten gezeigt wurde. Kann man ganz leicht dahinter tatsächlich auch sehen. Wir beginnen dann mal mit den Statistiken des großen Autos. Und was man auch nochmal dazu wissen sollte, ist, dass natürlich nicht jedes Auto einzelne Statistiken hat, sondern eben halt die Autos in große Autos, in kleine Autos und so weiter unterteilt werden. Auf jeden Fall kann man hier einmal die Leben sehen. Das sind 1200, das heißt ein bisschen weniger als bei einem Helikopter, ist aber immer noch relativ viel. Man weiß allerdings auch noch nicht, ob die dann irgendwie geschützt sind, weil es zurzeit ja eigentlich so ist, dass man durch alle Fenster, beziehungsweise es gibt ja eigentlich kaum Fenster wirklich in den Autos, da kann man ja durchschießen. Also ist ja immer die Frage, ist man dann komplett offen da drin oder werden eben halt nochmal Fenster ähnlich wie bei den Helikoptern hinzugefügt. Dann gibt es auch noch eine Tankkapazität, die ist ja bei 150. Das sagt eigentlich so noch nicht wirklich viel aus, denn man muss als erstes dazu auch noch das untere betrachten, und zwar wie viel von diesem Tank benutzt wird pro Sekunde. Natürlich, wenn es stehen bleibt, verbraucht es gar nichts. Wenn man damit fährt, dann verbraucht es 0,75 pro Sekunde, was schon eine ganz schöne Menge ist. Das heißt, man kann ungefähr so 225 Sekunden, glaube ich, damit fahren. Also ist tatsächlich gar nicht so lange, wie man damit fahren kann. Da muss man eben halt wieder auftanken. Und gerade wenn man eben halt boostet, dann verbraucht man extrem viel, weil 9 mit einem Boost, ich denke mal, es würde auch nur eine Sekunde gehen, so ein Boost. Ich glaube nicht, dass ein Boost mehr als eine Sekunde gehen wird, und ich glaube deshalb ist das aber trotzdem ganz schön viel. Wenn man wirklich häufig boostet, dann hält der ganze Tank auch nicht so lange. Dann gibt es zusätzlich auch noch ein Feature, und zwar Leaking. Das heißt, wenn man im Prinzip dem Fahrzeug Schaden hinzufügt, kann natürlich auch der Tank auslaufen, und dabei verbraucht es eben halt 2 pro Sekunde. Dann steht als nächstes hier nochmal, wie viel Tank das denn zum Spawn hat. Also wenn das Auto auf der Karte erscheint, ist es logischerweise natürlich nicht vollgeladen, beziehungsweise ist nicht immer vollgeladen, und hier gibt es eben halt einen minimalen Wert von 50, das heißt, man hat mindestens immer 50 Tank drin, und so kann man auf jeden Fall nicht das Risiko haben, dass man in ein Auto steigt, was dann am Ende gar nicht vollgeladen ist. Und man kann allerdings eben halt auch gleichzeitig die Chance haben, dass das tatsächlich vollgeladen ist, und das heißt, man hat immer eigentlich die besten Chancen, wenn man neben der Tankstelle direkt steht, weil man dann das automatisch natürlich vollfüllen kann. Und dann gibt es natürlich einen zufälligen Wert dazwischen, wie viel das dann eben halt gefüllt ist. Wahrscheinlich wird es dann auch noch eine einzelne Tankanzeige irgendwie neben der Lebensleiste geben oder so. Wird dann wahrscheinlich auch noch innerhalb der nächsten Wochen so sein. Dann kommen wir mal als nächstes zum kleinen Auto. Hat ein bisschen weniger Leben, ein bisschen weniger Tankkapazität. Allerdings verbraucht es auch deutlich weniger hier beim Fahren. Also nur 0,375 anstatt 0,75, und dadurch wird die Tankkapazität im Prinzip auch relativiert. Auch der Tank, den man fürs Boosten benutzt, der ist natürlich auch deutlich geringer. Man weiß allerdings auch nicht, ob es dann auch am Ende langsamer fährt. Könnte schon relativ logisch sein, dass es langsamer fährt. Allerdings weiß man es eben halt, wie gesagt, nicht. Das steht hier drin nicht. Und der Rest ist im Prinzip relativ ähnlich, nur der minimale und maximale Wert ist eben halt auch angepasst. Das mittlere Auto ist dann im Prinzip so etwas dazwischen. Das hat eben halt ein bisschen mehr Leben, hat allerdings genau gleiche Tankkapazität, verbraucht aber auch ein bisschen mehr und hat eben halt genau den gleichen Wert, den es auch zum Boosten braucht. Und unten ist das beides eben halt auch wieder genau gleich. Dann kommen wir als nächstes nochmal zum Truck. Hier sind die Leben bisher tatsächlich noch unbekannt. Eigentlich wäre es ja auch logisch, wenn tatsächlich hinten der Anhänger vielleicht, wenn man mit dem fährt, dass man da mehr verbraucht. Und dort wäre es vielleicht auch nice, wenn man irgendwie da hinten etwas reinlegen könnte. Ich glaube allerdings nicht, dass sie das reinmachen, aber wäre irgendwie schon interessant zu wissen, ob das Auto an sich Schaden nimmt, wenn hinten der Anhänger Schaden nimmt, oder ob man überhaupt Anhänger fahren kann. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und dieser Truck hat tatsächlich gar nicht so viele so viel Kapazität im Tank, nur 100, verbraucht dadurch allerdings aber auch nur deutlich weniger Tank beim Fahren.
Allerdings dafür eben halt auch gleichzeitig mehr beim Boosten. Und ich denke mal, der Truck wird auf jeden Fall langsamer fahren. Hat allerdings, denke ich mal, so um die 2000 Leben, könnte schon realistisch sein. Also ich denke, irgendwas zwischen 1500 und 2000 könnten sehr, sehr gut stimmen. Und hat allerdings auch, was sehr, sehr besonders ist, minimalen Wert von 80. Das heißt, er hat immer ganz schön viel Tank schon von vornherein geladen. Dann kommen wir natürlich nochmal zu etwas ganz Interessanten. Und zwar muss man natürlich wissen, wie viel bringen denn diese ganzen Gasstationen, wo man dann eben halt die Autos tanken kann, also an den Tankstellen. Und dort gibt es eben halt einmal hier die Range, die beträgt 350. Das heißt, aus 350 wahrscheinlich was 3,5 Blöcke sein werden, kann man eben mal das Ganze tanken. Allerdings besteht die visuelle Länge, wo man tanken kann, nur bei 192. Das heißt, das, was man am Ende sehen kann für einen Tankradius, ist jemand 192. Allerdings, wo das wirklich dann auftanken kann, das dann eben mal 350. Die Stiffness beschreibt dann immer noch die Steifheit dieses Schlauchs wahrscheinlich. Und damit wird dann wahrscheinlich bestimmt, wie viel man die eben halt knicken kann und ob man dann um eine Ecke wirklich gut rum kann oder ob das dann eher nicht so gut geht. Ist, denke ich mal, aber eher ein irrelevanter Wert. Am neuesten ist jetzt tatsächlich noch dieses Bild aufgetaucht und da ist ja eben mal das Bild von dem Tankschlauch. So wird das dann wahrscheinlich hier oben eben halt mit dieser Spitze an der Tanksäule dranhängen und das Ganze ist eben kein Item, was man irgendwie aufheben kann oder so, aber so wird das dann eben halt, wie gesagt, an der Tanksäule aussehen und wahrscheinlich, wenn man dann daran geht, kann man das zum Auto bringen und dann wird es dort aufgetankt oder vielleicht wird es auch so sein, dass wenn man mit dem Auto dahin fährt, dass es dann automatisch daran geht, ist allerdings eben noch nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es hier aber nochmal ein zweites Bild, wie das Ganze dann aussieht und hier sehen wir das Ganze im Prinzip nur noch einmal von einer anderen Perspektive und sieht eben halt so aus wie so ein klassischer Tankschlauch, also eigentlich auch nichts wirklich Besonderes und das sind eigentlich so die ganzen Sachen, die zurzeit zu den Autos bekannt sind. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wenn die reinkommen, wie das dann sein wird. Beispielsweise kann man hier auch nochmal so ein großes Auto sehen. Also ich denke mal, dass das ein großes Auto wird. Wahrscheinlich wird das eher ein kleines Auto sein und das dann vielleicht so ein mittleres Auto oder ein Sportauto. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt darauf und ich denke mal, es wird eine richtig nice Gameplay-Mechanik. Ob die in Arena-Modus sein werden, bezweifle ich eher. Also ich glaube nicht, dass die irgendwo in Tournament-Modus sein werden. Also denke ich mal, es wird erstmal wie ähnlich schon die Helikopter auch ein reines Item sein, was man eben halt in den normalen und in den Limited-Time-Modus erhalten wird. Und das wird dann wahrscheinlich eben halt erst mit dem Start von Season 4 eingeführt, was allerdings auch nicht mehr so lange hin ist, denn zurzeit haben wir tatsächlich schon mehr als 30% der Season geschafft. Und das wäre auf jeden Fall mal super nice, wenn die nächste Season auch mal wieder pünktlich starten würde. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es so sein sollte, wie gesagt, lasst gerne eine Bewertung da. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.